Ich bin neugierig auf das Drama, Anna, das du dir anschaust. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Sicher. Es ist ein psychologischer Thriller und Mystery-Drama, das auf einem Roman von Jung Hanna basiert. Es geht um eine Frau, die ein völlig anderes Leben führt, nachdem sie eine kleine Lüge erzählt hat. Das klingt interessant. Wer ist die Hauptfigur? Ihr Name ist Lee Yumi oder Lee Anna. Sie ändert ihren Namen und ihre Identität, nachdem sie gelogen hat. Wirklich? Warum macht sie das? Nun, das ist eine lange Geschichte. Willst du sie hören? Ja, bitte. Ich möchte mehr über sie wissen. Okay. Lass mich von Anfang an anfangen. Wann und wo wurde sie geboren? Ich weiß nicht. Vielleicht in den 1990er Jahren in Seoul? Das stimmt. Sie wurde 1994 in Seoul geboren. Wie war ihr familiärer Hintergrund? Ich schätze, sie hatte eine arme Familie. Vielleicht waren ihre Eltern krank oder arbeitslos? Du bist nah dran. Sie hatte einen armen Vater, der eine Schneiderei betrieb, und eine taube Mutter, die Pflege brauchte. Sie hatte auch einen älteren Bruder, der bei einem Unfall starb, als sie jung war. Oh nein! Das ist so traurig. Wie kam sie damit zurecht? Sie versuchte hart zu arbeiten und gut zu lernen. Sie hatte viele Träume und Talente. Aber sie fühlte sich auch einsam und unsicher. Sie log manchmal, um ihrer Realität zu entfliehen. Ich verstehe. Was für Lügen erzählte sie? Nun, zum Beispiel tat sie so, als wäre sie eine Studentin, obwohl sie eigentlich eine Schulabbrecherin war. Sie log auch über ihr Alter, ihren Beruf, ihre Familie und ihre Freunde. Das ist riskant. Wie schaffte sie es, die Leute zu täuschen? Sie war sehr klug und gut im Schauspielern. Sie änderte auch ihr Aussehen, um verschiedene Rollen zu passen. Wirklich? Wie änderte sie ihr Aussehen? Sie färbte sich die Haare, trug Kontaktlinsen, schminkte sich und trug verschiedene Kleider und Accessoires. Welche Farbe hatten ihre Haare? Sie waren schwarz, als sie Yumi war, und blond, als sie Anna war. Welche Farbe hatten ihre Augen? Sie waren braun, als sie Yumi war, und blau, als sie Anna war. Und ihr Gesicht? War sie hübsch? Sie war sehr hübsch. Sie hatte eine kleine Nase, große Augen, volle Lippen und helle Haut. Und ihr Körper? War sie schlank oder kurvig? Sie war schlank, aber kurvig. Sie hatte eine schöne Figur und lange Beine. Wo? Sie klingt wie ein Model. 여러분의 구독 클릭은 저의 제작에 큰 격려가 됩니다. 구독, 좋아요 및 알림 설정 부탁드려요.